Hallo, mein Name ist Tolexander und ich berate Menschen in Geldangelegenheiten, wie sie ihr Geld sicher anlegen können, vorzugsweise natürlich in analogen Systemen, also bezüglich Geldanlagen und Investments und weniger im Kryptobereich. Heute möchte ich aber dennoch ein Thema aus dem Kryptobereich vorstellen, und zwar die Stock-to-Flow-Ratio hatte ich ja in einigen Videos vorher schon vorgestellt und erklärt. Und ich möchte heute erklären, wie die Stock-to-Flow-Ratio von Bitcoin im Vergleich zu Gold ist. Dazu werde ich natürlich auch gleich eine Grafik einblenden. Heute gibt es die Antwort auf die Frage aus Video 30. Die Stock-to-Flow-Ratio oder das Stock-to-Flow-Verhältnis wurde in der Vergangenheit auf Rohstoffmärkte angewendet. Es ist ein Maß für die Menge dieser Ware, die derzeit gehalten wird, also der Vorrat, dividiert durch die Menge, die jedes Jahr produziert wird, also der Fluss, also das, was dazu kommt. Und um die Knappheit von etwas effektiv zu messen, wird die Stock-to-Flow-Ratio angewendet. Und der Rohstoff mit der höchsten Stock-to-Flow-Ratio-Quote ist Gold. Aktuell. Im Gegensatz zu Industrieanlagen, die bestehende Lagerbestände schnell verbrauchen, bleiben die Goldbestände im Vergleich zu dem relativ geringen Anstieg des Neuangebotes jedes Jahr groß, weil Gold einfach nicht verbraucht wird im Vergleich zu anderen Waren, zu anderen Gütern. Bitcoin ist ein ähnliches Beispiel für einen Vermögenswert mit einer hohen Stock-to-Flow-Quote, wenn auch in anderer Form, weil Bitcoin existiert ja eigentlich nur digital. Bitcoin ist das erste knappe digitale Asset, das wir je gesehen haben, das eine Stock-to-Flow-Ratio hat, ähnlich wie Gold. Und das Verhältnis der Stock-to-Flow-Ratio im Laufe der Zeit seht ihr ja auch in dem Diagramm. Das heißt, bei jeder Halbierung, sogenanntes Halving, was alle 210.000 Blöcke passiert, reduziert sich die Anzahl neuer Bitcoins, die in die Welt kommen, und somit vergrößert sich die Stock-to-Flow-Ratio. Und diese Reduzierung des neuen Angebotes setzt sich bis zum Ende, bis ins Jahr 2140. Und erst an diesem Punkt ist das Angebot von Bitcoin fixiert. Die Stock-to-Flow-Ratio von Bitcoin hat die von Silber bereits übertroffen und sich seit 2014 verdreifacht. Das war's zum Thema Stock-to-Flow-Ratio und Bitcoin. Wer mehr wissen will, schaut einfach in mein Buch. Dezentrales Geld, da habe ich das auch ausführlich erläutert. Ansonsten freue ich mich über ein Abo meines Kanals, über einen Daumen hoch oder wenn ihr mich über Telegram kontaktiert. Euer Tor Alexander. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.